Hallo liebe SCP-07-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein SCP-07-Moment. Heute mit einem der Aufstiegshelden von 2014, Mark Vucinovic. Hi Mark, wie geht's dir? Hi, grüß dich. Ja, danke der Nachfrage, mir geht's gut. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute mit dabei bist. Du hast 2013 deinen ersten Vertrag beim SCP-07 unterschrieben. Weißt du noch, wieso dein erster Eindruck vom Verein und der Stadt war? Ja, das war natürlich alles sehr, sehr aufregend für mich. Ich kam ja damals aus der Regionalliga und die Erwartungen, sage ich mal, waren schon so ein bisschen da, so in die Fußstapfen von Alban Meyer damals zu treten. Und das war natürlich damals auch ein richtig guter Spieler. Ja, und es lief ja auch wirklich super für dich und die Jungs. Ihr seid aufgestiegen in die Bundesliga. Und ich weiß auch, das war ja wirklich eine Riesensensation. Also auch mit diesem Saisonendspurt, den ihr da hingelegt habt. Hättest du damit gerechnet oder gedacht, dass es möglich ist sofort? Nee, auf gar keinen Fall. Also an sowas habe ich nie gedacht, dass wir da wirklich dann so eine Serie hinlegen. Und das war wirklich, also diese ganzen Eindrücke, dieser Weg auch, sage ich mal, bis zu diesem Ziel, was ja dann irgendwann auch greifbar war, das war wirklich sehr besonders. Und du hattest ja auch einen maßgeblichen Anteil daran, dass es überhaupt funktioniert hat. Das entscheidende Spiel war am letzten Spieltag in Aalen. Die Ansprache an dem Tag, die war ja wahrscheinlich tausendmal emotionaler als sonst. Oder wie war das vorher in der Kabine? Ja, es war natürlich eine Anspannung auf jeden Fall zu spüren, ne? Weil das war natürlich das Spiel der Spiele dann. Man wusste ganz genau, okay, gewinnen wir, dann steigen wir auf und dann kann sich praktisch jeder seinen kleinen Traum oder seinen großen Traum Bundesliga zu spielen erfüllen. Ja, das Spiel an sich hat ja dann auch einiges an Spannung geboten. Von daher war das, glaube ich, rundum gelungen. Ja, du hast gerade schon gesagt, es war wirklich hart umkämpft. Also 2:1 habt ihr zum Glück gewonnen. Von dir kam der Ausgleichstreffer. Das war ja auch dein SCP-07-Moment, wo du sagst, das war am coolsten in meiner Laufbahn hier. Man geht ja eigentlich ins Spiel rein und denkt sich, jo, alles klar, Aalen, die hatten jetzt irgendwie gar keine Ambition mehr, irgendwie ob gewinnen oder verlieren, war eigentlich egal, für die jedenfalls. Und für uns geht es darum, ey, wir gewinnen und dann steigen wir auf. Also schiebt ihr mal eine ruhige Kugel und dann passt das, ne? Und auf einmal gehen die Einzelnen in die Führung. Und wir haben das als Mannschaft dann echt richtig gut weggesteckt und einfach weiter drauf losgespielt, so wie wir es dann auch die ganze Zeit dann vorher schon gemacht hatten. Und dass dann, sage ich mal, die Situation so eintritt, dass der Ball mir dann rechts vor die Füße fällt und ich den dann reinmachen kann, war natürlich für mich persönlich eine geile Sache. Aber natürlich auch für die Mannschaft wichtig, sofort den Ausgleich zu machen, um direkt wieder im Spiel zu sein. Und dann hat man auch gemerkt, das Stadion war sofort dann wieder da und dann waren wir auch wieder im Flow. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, was macht Marc eigentlich jetzt? Du bist dem Fußball treu geblieben, du bist zurück in der Heimat beim 1. FC Sarstedt, als Spielertrainer sogar, seit 2019. Wie ist das denn, also ich stelle mir das vor, du bist ehemaliger Bundesligaspieler und dann spielst du auf diesem Niveau. Ist das nochmal anders oder besser, schlechter? Wie ordnest du das ein? Es ist natürlich anders, ne? weil das Niveau alleine ja schon anders ist. Man hat mit ganz anderen Dingen dann auch zu tun. Man macht es nicht professionell, die Spieler machen sich professionell. Da ist dann auch, sag ich mal, der Fußball nicht an erster Stelle. Ne? Und das muss man, sag ich mal, als Trainer, und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, wenn auf diesem Niveau muss man das immer vor Augen haben, wirklich, dass die Spieler ganz normalen Jobs nachgehen und das ein Hobby ist. Alles klar. Ja, Marc, vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende des Interviews. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, auch zu hören, was du jetzt gerade machst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dich und dein Team in Sarstedt. Ihr seid ja in der Endrunde der Landesliga. Wir drücken da hier in Paderborn auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass da alles klappt. Super, vielen Dank. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat super viel Spaß gemacht, mit Marc zu quatschen. Jetzt würde mich aber auch mal von euch interessieren, was war euer Moment vielleicht mit Marc? Was mochtet ihr an ihm oder mögt jetzt immer noch an ihm, auch von seiner Zeit hier in Paderborn? Schreibt es gerne in die Kommentare, liked das Video, teilt es weiter. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Macht's gut!